Hi Leute, na, kennt ihr das Problem? Wir haben Mitte März, die Tauben suchen sich was zum Brüten. Das heißt, sie wollen ein Nest bauen. Bietet sich ein Balkon natürlich an, der hat viele Unterschlupfmöglichkeiten, er ist geschützt und für die Taube eigentlich optimal. Deswegen kommt die immer öfter zum Ausspähen jetzt. Und um zu verhindern, dass es auf meinem Balkon so aussieht, oder so, was ich natürlich nicht haben will, möchte ich was gegen die Tauben unternehmen. Die Tierschützer sind schon mal vorne weg. Es sind alles Tipps, wobei die Vögel nicht zu Schaden kommen. Ich habe nichts gegen die Tauben, ich will sie nur nicht auf meinem Balkon haben. Als ersten Tipp, da wir ja nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen oder in unserem Fall natürlich Tauben, ist mein erster Tipp die immer wiederkehrende Vertreibung. Wenn ihr das seht, dass die Vögel da sitzen, vertreiben, vertreiben, vertreiben. Irgendwann nach 10, 15, 20 Mal merken die sich das, dass sie nicht willkommen sind und kommen immer öfter weniger wieder. Zweiter Tipp, nicht selber füttern, nie selber füttern und gucken, dass in der Nachbarschaft niemand füttert. Das ist natürlich schon mal klar. Sollte eine Taube angefangen haben mit dem Nestbau, das Nest jedes Mal wegnehmen, also wenn noch keine Eier drin liegen, das Nest jedes Mal wegnehmen, in Müll, hinterher schön Hände waschen oder mit Handschuhen wegnehmen, damit ihr nichts Ansteckendes an euch habt dann oder so. Das hindert auch die Taube öfter wiederzukommen. Dann gibt es natürlich hier diese tierischen Abschreckmöglichkeiten. So einen Raben habe ich selber auf dem Balkon, den ich immer mal umsetze. Dann gibt es noch die Möglichkeit der Eulen und mein Top-Favorit, den ich mir nie kaufen würde, wäre jetzt so hässlich, diesen, was auch immer es darstellen soll. Dann gibt es hier diese Pickelbänder, diese Noppenbänder. Das hindert, dass die Taube sich dort niederlässt auf diesen Spitzen. Finde ich sehr gut. Und das ist das, was jeder kennt eigentlich, was auch in jedem Baumarkt zu kaufen gibt. Diese Spitzen, die gibt es aus Plastik und aus Metall. Kauft bitte die auf Plastik, dass sich die Tauben, wenn sie versuchen drauf zu landen, dass sie sich biegen, die Spitzen, und die wieder weiterfliegen. An den Metalldingern können sich die Tauben verletzen und das wollen wir nicht. Dann gibt es dieses, in diesem Fall heißt es Bird Scare Tape. Das könnt ihr auf Balken kleben oder vorne an die Brüstung. Das mögen die Tauben überhaupt nicht. Wenn sie irgendwas auf was Reflektierenden landen, die nicht. Oder wenn sie irgendwas blendet, was Licht reflektiert. Genauso hier diese Girlanden, nenne ich sie jetzt mal. Sie werden direkt als Vogelabwehr verkauft. Gibt es aber auch in der Spielzeugabteilung als Blechgirlanden, müsst ihr mal gucken, sind sie wesentlich billiger, ich glaube um die Hälfte, aber ihr könnt solche Sachen auch selber machen. Macht ihr Silberfolie, knickt sie dreimal, macht oben ein Loch rein, hängt sie an Faden, ist genau derselbe Effekt, oder eine CD oder irgendwas. Dann haben wir als neunten Tipp hier diese Taubenspirale, das ist eine ganz interessante Sache, die wird auf der Brüstung befestigt mit dieser Metallschiene und oben kommt eine dünne Spirale durch. Und wenn die Taube versucht auf dieser Spirale zu landen, dann biegt sich der Draht, egal in welche Richtung, aber die Taube findet das nicht in Ordnung, wenn sie auf keinem festen Untergrund lassen kann und fliegt weiter, also wenn sie nicht landen kann und fliegt dann weiter. Ist eine gute Sache, sieht aber mega bescheiden aus, würde ich mal sagen, ne? Aber wie gesagt, ist eine Top-Sache, finde ich sehr gut. Und der letzte Tipp, den ich habe, der zehnte Tipp, ist dieses Vogelnetz, wobei ich allerdings davon abraten würde, ich zähle es nur als Möglichkeit auf, weil sich dort auch andere Geflügelarten drin verirren können, verfangen können. Und es will keiner irgendwie eine Vogelleiche aus seinem Balkonnetz rauspopeln. Also wie gesagt, das nur als Möglichkeit aufgezählt, ich rate davon ab. So, das soll es für hier erstmal gewesen sein. Es gibt noch allerlei technische Spielereien, wie blitzende Abwehr mit Ultraschall. Halte ich aber für Kokolores, macht nur Sinn auf großen Grundstücken. Meine Tipps sind für den Balkon oder für den kleinen Bereich. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Däumchen nach oben, sagt mir, wie ihr es fandet. Ansonsten, ich wünsche euch nur das Allerbeste und bleibt gesund, Freunde. Ich bin raus für heute. Macht's gut.